Ich freue mich nun, euch jene Persönlichkeiten zu präsentieren, mit denen ich aufgrund des heutigen Beschlusses im Landesparteipräsidium am 20. Mai beim Landesparteitag für die Wiener Volkspartei kandidieren darf. Ich möchte gemeinsam mit meinem Team die Kraft und die Vielfalt der Volkspartei zum Ausdruck bringen. Und hier sind sie, meine Stellvertreter. Harald Zierfuß, er ist der Vertreter für die Jugend. Er ist für die Volkspartei der jüngste Abgeordnete im Wiener Gemeinderat und ganz besonders als Bildungssprecher aktiv. Caroline Hungerländer, sie steht für das wichtige Thema Integration in Wien und sie ist bereits seit 2017 Abgeordnete im Wiener Gemeinderat. Margarete Kritz-Zwitkowitz. Als erfolgreiche Unternehmerin und Gemeinderätin ist sie unsere starke Frau in der Wirtschaft und sie ist bereits seit 2017 Landesparteiobmann-Stellvertreterin. Elisabeth Olischar. Sie ist Vorsitzende des Wiener Gemeinderates und unsere Expertin für Raumplanung. Mit ihrer Fachkompetenz wird sie für die so wesentlichen Themen Mobilität und Stadtplanung verantwortlich sein. Alexander Biach, er ist Standortanwalt in Wien und er ist Experte für Pflege und Sozialversicherung. Und er soll ganz besonders das Zusammenspiel von Arbeit und Wirtschaft sicherstellen. Und Ingrid Korosek, sie ist die Ikone der Volkspartei. Mit ihrem Erfahrungsschatz und ihrer Konsequenz, gerade im Bereich der Gesundheits-, der Sozial- und der Seniorenpolitik, macht sie mein Team der Stellvertreterinnen und Stellvertreter komplett. Am 20. Mai schlagen wir also ein neues Kapitel in der Wiener Volkspartei auf. Es sind entscheidende Zeiten für Wien und für die Menschen in unserer Stadt.